herzlich willkommen hier vom Podium. Mein Name ist Ralf Schuler, steht hier vorne dran und wir wollten uns unterhalten an dieser Stelle darüber, wohin die liberale Demokratie driftet, Liberalismus zwischen links und rechts. Und da das ja so im Prinzip das Forum der personifizierten Gewinnerzielungsabsicht ist und Rainer Zietelmann so viel Werbung für seine Bücher gemacht hat, kann ich Sie nur ermuntern, die Bücher der auf dem Podium versammelten Menschen hier zu googeln, damit wir auch das erledigt haben. Zu kaufen, nicht zu googeln. Und selbstverständlich zu erwerben. Es lohnt sich in jedem Falle. Dann haben wir das auch erledigt. Wenn ein Turbokapitalist schon solch ein Polizeiaufgebot provoziert wie hier vor der Tür, dann ist es wahrscheinlich auch gestattet, im Haus Werbung zu machen für interessante Bücher. Ja, das Thema individuelle Freiheit ist sehr, sehr spannend, gerade in diesen Zeiten. Demokratie und Klimaschutz sind ja interessanterweise heutzutage mit dem Ziel der Klimaneutralität insofern im Widerspruch, als dass dieses Ziel ja ein kollektivistisches ist. Und das ist für mich besonders spannend mit einem kleinen staatssozialistischen biografischen Rucksack. Bis 1989 habe ich in der DDR gelebt. Wir kommen aus einer kleinen privaten Bäckerei, die dann enteignet worden ist. Aber das Ziel der Klimaneutralität ist im Grunde genommen nicht erreichbar, wenn nicht alle mitmachen. Und auch das ist ja eigentlich so ein Motto, was man in klassischen kollektivistischen Theorien immer wieder findet. Man muss den Dissidenten ausmerzen, weil sonst funktioniert halt die schöne Vision von der künftigen Gesellschaft nicht. Und das ist beim Klimaschutz leider auch so. Und zum großen Ärgernis von Robert Habeck wird er ja auch immer wieder damit konfrontiert, dass Deutschland nur so wenig zum weltweiten Klima beiträgt und am Ende, selbst wenn wir die Musterknaben sind, das Klima gar nicht gerettet wird. Also es ist ein spannendes Thema, zumal die aktuellen Themen der Bundesregierung und auch die Entwicklung der westlichen Demokratien ja sehr stark mit den Themen Eigentum verknüpft sind. Das Heizungsgesetz war ein klassischer Eingriff ins private Eigentum und noch dazu ein Vordringen in sehr private Lebensräume. Schon die Corona-Politik war ja deshalb für viele so toxisch, weil man Regeln gemacht hat fürs private Wohnzimmer. Etwas, was selbst im Staatssozialismus im Grunde genommen nicht so zur Regel geworden ist, wie es in den Regeln der Corona-Zeit stattgefunden hat. Markt und soziale Abfederung sind die ganz großen Themen, die auch die aktuelle Politik in allen westlichen Gesellschaften derzeit umtreiben. Und in der deutschen Politik, ich habe lange Jahre als Parlamentsreporter für Bild gearbeitet, in der aktuellen Politik beobachtet man diese Reflexe ja eigentlich auch mit schöner Regelmäßigkeit, dass immer, wenn der Staat irgendeine Vorgabe macht, er aber sofort darauf achtet, dass die soziale Abfederung auf irgendeine Art und Weise meistens milliardenschwer ins Feld gesetzt wird und die Staatsquote damit immer größer wird. Demokratie unter Druck oder ist die Demokratie schlichtweg in Gebrauch? Das ist eigentlich die Kernfrage, die sich stellt, gerade beim Aufschwung von sogenannten populistischen Bewegungen, zu denen ja interessanterweise auch Javier Milei gerechnet wird, obwohl er eigentlich populistisch in dem Sinne allenfalls ist, dass er gewählt worden ist von einer großen Mehrheit. Das galt aber bisher nicht als Populismus. Und dass seine Maßnahmen populär wären, kann man auch nur für den Kreis der Nicht-Betroffenen sagen. Es ist also ein spannendes Thema und ich freue mich, dass wir da ganz spannende Gäste auf dem Podium haben. Ich würde vielleicht einfach mal der Reihe nach abfragen, wie stark eigentlich die Teilnehmer dieser Runde die Demokratie unter Druck sehen durch die aktuellen Entwicklungen. Welche Tendenzen fallen da besonders ins Auge und welche nicht? Und ich fühle mich versucht, bei Frau Kraul von der Vorstand der Hayek-Gesellschaft zu beginnen. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, so, können Sie mich hören? Ja, ich muss schon mal mit einem Disclaimer anfangen. Ich mache jetzt hier mal so ein bisschen Erwartungsmanagement. Ich befürchte, nichts, was ich heute hier sage, ist irgendwie neu für Sie oder sonst irgendwas. Ich habe nämlich die Befürchtung, es wurde schon alles gesagt, mittlerweile auch von jedem. Wir haben es nicht mit einem Informationsproblem zu tun, so sehe ich das als Ökonom. Was ich damit meine, eigentlich die Probleme, die wir aktuell haben, die heiß diskutiert werden, das trifft ja auch sehr gut auf dieses Vortragsthema zu Liberalismus zwischen links und rechts, wurden
driftet unsere Demokratie. Die Probleme sind relativ trivial. Deswegen finde ich es auch immer interessant, wenn es heißt, die einfachen Antworten sind das Problem. Ist doch super, wenn die Problemlösung einfach ist. Und ich glaube, bei vielen ist es sehr einfach. Also zum Beispiel Netto Null, dann ist die Grundannahme dieser Politik, dass ein Sinken der Nachfrage in Europa dazu führen wird, dass der Preis sich ändert oder besser gesagt, dass dann letztendlich auch die fossilen handelbaren Brennstoffe im Boden bleiben. Das kann man diskutieren, das diskutiert man ja auch. Es gibt ja genug Leute, die sich damit beschäftigen. Man kann die Diskussion aufstellen, was macht es mit einer offenen Gesellschaft, wenn wir Leute aus Ländern einwandern lassen, in denen 90%, den laut Umfragen, Antisemiten sind. Dann könnte, ja, also jetzt könnte man die These aufstellen, die Anzahl der Antisemiten in Deutschland wird steigen. These. Die Anzahl der Antisemiten wird sinken, These. Oder die Anzahl der Antisemiten bleibt gleich. Kann man machen, könnte man drüber diskutieren. Machen wir aber nicht. Und warum? Und das finde ich ganz gut an diesem Vortragsthema oder an dem Gesprächsthema, weil wir mittlerweile in moralischen Kategorien arbeiten. Also links, rechts ist moralisch, Demokratie ist moralisch dabei. Und da sind wir jetzt beim Liberalismus, weil ich finde, wir sind überhaupt nicht dazwischen als Liberalismus. Wir spielen bei diesem, that's a whole other ballgame. Ich mache da überhaupt nicht mit. Das ist aber natürlich, wenn es moralisch ist, ist es schwierig, sich damit dann auch davon freizumachen und zu sagen, ja gut, dann, wenn das gerade moralische Kategorien sind, ich aber den Prozess verteidige, dann bewerft mich halt mit Schmutz. Aber das ist der Preis meiner Wertentscheidung, weil ich glaube, wir sind wirklich an einem Punkt angekommen, wenn wir jetzt fragen wollen, wie steht es um die Demokratie, wir sind an einem Punkt angekommen, in dem es darum geht, klar, als Liberaler, was ist das Ethos einer offenen Gesellschaft? Eigentlich geht es darum, können wir uns alle abends noch in den Spiegel gucken beim Zähneputzen, weil unsere Handlungen haben eine Konsequenz. Und ich finde, wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir das eben nur noch können, wenn man Integrität bewahrt. Also gehen wir jetzt zurück zur politischen Theorie. Was ist denn der Liberalismus? Der Liberalismus sagt, das Politische und das Moralische, das trennen wir. Das ist notwendig, aus moralischen Gründen trennen wir das, weil es darum geht, um die Menschenwürde zu bewahren. Das haben wir festgestellt. Seit Platon war ja jeder auf der Suche nach dem Politischen als Institutionalisierung des Moralischen. Aber das hat uns dahin geführt, Millionen von Tote hat das gebracht. Also genau das ist also ein sehr moralischer Grund, um die Grundprozesse zu verteidigen der Demokratie. Die sehe ich als die kritische Methode. Wir alle sollten nach Wahrheit streben. Wir werden niemals wissen, ob wir sie gefunden haben, aber wir streben danach. Und der zweite Teil ist, die Meinungsfreiheit ist heilig und zwar nicht nur, weil sie uns zur Wahrheit führt. Übrigens gehört zum ersten Punkt auch noch, weil es wird ja gerne dann am öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesagt, Sie können doch alles sagen. Sie müssen halt nur damit Gegenrede reden. Ja, richtig. Aber dieses ganze System funktioniert natürlich nur, wenn ich davon ausgehe, dass mein Gegenüber auch an der Wahrheit interessiert ist. Und wenn ich es aber moralisch darstelle, kann ich das gar nicht mehr. Weil in moralischen Kategorien bedeutet das natürlich, es gibt gut und es gibt schlecht. Und wer schlecht ist, ist unmoralisch. Und wer unmoralisch handelt, entweder ja, ist ja dann einer der... Sagen wir mal, das geht ja meist auf die breite Masse, hatten wir jetzt ja auch wieder nach den Europawahlen. Dann kommt, ja, wir müssen die Leute abholen. Das sind dann halt so die Dummen, die wurden halt verführt. Was auch wiederum nicht mit den zwei Grundsäulen der offenen Gesellschaft zusammenpasst. Oder der zweite Punkt, und das sind natürlich die Allerschlimmsten, das sind die, die das wissentlich machen. Und die müssen ja aber dann irgendwie auch immer wieder abgeholt werden. Und es liegt wahrscheinlich daran, dass ich in Köpenick wohne und ich laufe oft an der Gedenktafel über die Köpenicker Blutnacht vorbei. Und die deutsche Geschichte ist voll von Politikern, die Leuten abgeholt haben. Aber das war moralisch immer falsch. Genau. Das ist so, würde ich mal sagen, die moralische Kategorie. Und als Liberaler stehen wir vor der Herausforderung, das gar nicht anzunehmen. Das Problem, dem man sich dann da gegenüber sieht, ist natürlich, dass moralische Kategorien verführerisch sind, weil jeder möchte natürlich gerne ein Ethos oder die Ethik der offenen Gesellschaft kennenlernen. Es ist doch viel einfacher zu wissen, was gut und was schlecht ist. Und die Ansage des Liberalismus, jeder Mensch ist frei und zwar nicht, weil er frei geboren wurde, sondern weil er mit einer Verantwortung geboren wurde und zwar mit der Verantwortung für die Freiheit seiner eigenen Entscheidung. Die macht natürlich auch Angst. Und die Antworten, die wir darauf erleben, sind, glaube ich, genau der Punkt, woran es gerade krankt. Also ich muss an die Europawahl denken. Vor meiner Haustür hing ein Plakat der Grünen. Das hieß, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben. Genau, es hieß Einigkeit gegen Rechts für Freiheit. Das fand ich richtig, richtig gut, einfach weil wir haben
Hier eine Legitimation von Herrschaft. Während der Liberalismus sagt, wir geben keinen die volle Gewalt, weil Gewalt ist an sich von Übel. Menschen sollten nicht über Menschen herrschen. Wir haben einen Grundkonsens der offenen Gesellschaft, natürlich. Aber der Konsens ist nicht Legitimation durch Konsens an sich. Wir haben ein tiefer liegendes, fundamentalen moralischen Anspruch dafür. Aber Legitimation durch Konsens ist, fand ich, ein wunderbares Plakat. Denn wir wissen jetzt also, der demokratische Konsens ist gegen rechts. Ist moralisch gegen rechts, ganz einfach. Und das lädt natürlich dazu ein, das ist ein ganz fundamentaler Punkt, der dazu einlädt, die Menschenwürde dort auch zu negieren, ganz einfach. Und der nächste Punkt war ja auch noch Einigkeit für Freiheit. Auch das zeigt, wir werden frei durch das Kollektiv, nicht durch auf der individuellen Ebene. Das finde ich, ja, da sollte man sich ganz klar dagegen positionieren. Da freue ich mich natürlich. Ja. Da freue ich mich, dass mein Geburtsort Köpenick wieder da angekommen ist, wo ich ihn 1989 verlassen habe. bei dem kollektiven Staatsverständnis. Gerhard Papke, ich kann Ihnen das nicht ganz ersparen als Regierungsvertreter. Ja. FDP regiert ja im Bund mit. Wie liberal ist die Bundesregierung? Oder bringe ich Sie da jetzt in Verlegenheit? Lieber Herr Schuller, wir kennen uns gut genug, dass Sie sehr wohl wissen, dass Sie mich nicht so schnell in Verlegenheit bringen. Dennoch ging mir natürlich bei Ihrer Frage sofort durch den Kopf, was habe ich dem Mann getan, dass er mich hier als, dass er mich hier als Regierungsvertreter vorstellt. Fakt ist, das wissen ja auch viele, ich war viele Jahre auch durchaus in Führungsfunktionen in der FDP aktiv, als Fraktionschef in Nordrhein-Westfalen, als Landtagsvizepräsident und begleite auch noch die Politik der FDP, allerdings pointiert kritisch in der Öffentlichkeit, aber auch intern. Also es gibt auch viele Abgeordnete der FDP, die nur regelmäßig mit mir sprechen, die aber das nur vertraulich machen und sagen, du hast ja recht, aber wir können es ja nicht sagen. Was auch wiederum Ausdruck des Problems ist, wie Politik funktioniert. Das muss man wirklich sehen, dass es durchaus Leute gibt, auch Abgeordnete im Deutschen Bundestag, die erkennen, wie falsch diese Politik ist, die aber durch die Mechanismen des politischen Prozesses sich gezwungen sehen, ob sie wirklich gezwungen sind, lasse ich noch mal offen, sich gezwungen glauben, mit ihrer eigenen Überzeugung nicht auf die Agora zu gehen, sondern hinter dem Berg zu halten. Also wir haben ein Riesenproblem, das man bezeichnen kann mit dem Begriff des Opportunismus in der Politik. Zu einer Erkenntnis, zu einer Überzeugung zu kommen und sich nicht trauen, diese Überzeugung, zumal als gewählter Abgeordnete, dann auch öffentlich zu sagen, das ist schlichtweg Feigheit. Und das führt natürlich zu den Verwerfungen oder trägt mit zu den Verwerfungen bei, die wir derzeit sehen. Also, damit auch hier keine Unklarheit herrscht, die Politik dieser Regierung ist eine Katastrophe. Und dass die FDP dieser links-grünen Politik zu einer Mehrheit verholfen hat und das weiterhin tut, ist ein Verrat an den Prinzipien des Liberalismus. Und ich will das ganz konkret mal an zwei Beispielen erläutern. Eins haben Sie, lieber Schuler, schon genannt, dieses Heizungsgesetz, also Heizungsverbotsgesetz. Man muss sich mal vorstellen, dass eine Regierung unter Beteiligung einer Partei, die behauptet, sie sei die Vertretung des Liberalismus, den Bürgern gesetzlich vorschreibt, welche Heizung sie einzubauen haben. Das gab es ja noch nicht mal in der DDR. Man kann sagen, da gab es keine Heizung, aber ist das doch irre. Das ist irre und das ist ja nur aufgeschoben. Also sozusagen die gesetzliche Vorgabe ist nach wie vor im Gebäudeenergiegesetz enthalten. Das muss man sehen. Also unfassbar. Mindestens genauso schlimm, fast noch schlimmer ist das, was unter dieser Überschrift Selbstbestimmungsgesetz daherkommt. Also Bürger dürfen in Zukunft nicht mehr wählen, welche Heizung sie einbauen lassen wollen, aber sie dürfen dafür jährlich ihr Geschlecht wechseln. Man muss sich aber mal klar machen, was das bedeutet. Der politische Liberalismus ist entstanden auf der Grundlage der europäischen Aufklärung.
auf der Grundlage des wachsenden Bewusstseins, der menschlichen Vernunft und einer wissens- und wissenschaftsbasierten Politik. Und mit der gesetzlichen Möglichkeit, dass jeder selbst bestimmt, welchem Geschlecht er sich zugehörig fühlt, völlig unabhängig von den biologischen Fakten, das ist eigentlich ein Anschlag auf die Prinzipien der europäischen Aufklärung. Das ist im Grunde genommen ein Rückfall in den Dogmatismus des Mittelalters. Und dass ausgerechnet ein liberaler Justizminister dieses Gesetzesprojekt vorantreibt, also ich kenne den übrigens auch persönlich, also ich kenne ja die ganzen Jungs, das ist einfach nur schrecklich. Aber jetzt wollen wir das mal vielleicht ein bisschen wegnehmen, ganz kurz noch von der... Ja. Also ich fand ja auch das Zitieren des grünen Plakats ganz spannend. Einigkeit gegen rechts und zu meiner Linken sitzt jetzt jemand, der vermutlich damit gemeint ist, der bei seiner eigenen langjährigen Wirkungsstätte inzwischen 1600 Seiten Dossier hat, kann auch nicht jeder von sich behaupten. Ich komme auch drin vor, bin ich sehr stolz drauf. In der Stasi-Akte habe ich ein umfangreiches Dossier, jetzt komme ich in den des Verfassungsschutzes vor. Also es verbindet uns gewissermaßen auch. Aber die Krise des Liberalismus ist aus meiner Sicht ja auch nicht nur eine des Wirtschaftsliberalismus, des Ordoliberalismus, sondern es ist eben auch eine der freien Rede, der freien Meinung und der freien Medien. Und in einem besonderen Maße ist ja Hans-Georg Maaßen davon auch betroffen. Wie erleben Sie das? Das Dossier ist im Übrigen eine interessante Mediensammlung, fast durchweg veröffentlichter Beiträge von ihm. Also man hätte es eigentlich auch gegoogelt haben können. Aber ich glaube, da haben so 20 Menschen liebevoll jahrelang dran gearbeitet, das zusammenzustellen. Ja, guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ehemaliger Verfassungsschutzpräsident wird jetzt als Staatsfeind beobachtet. Das hat die Tagesschau berichtet. Ich habe einfach mal eine Anfrage gemacht an meine alten Behörde. Was haben Sie über mich? Dann kam zwischenzeitlich dann mal eine Meldung. 20 Seiten haben die mir berichtet über das, was sie über mich gespeichert haben. Und weil ich nun das Gesetz kenne, habe ich dann dagegen jetzt geklagt. Und das Gericht hat dann die Personenakte über mich vorlegen lassen. Aber das sind nur die offenen Informationen. 1677 Seiten haben die über mich gespeichert oder gesammelt, und das ist, muss ich sagen, ist schon wirklich obskur. Ich kenne ja nun die Arbeitsweise der Behörde. Sie müssen wissen, bis vor ein paar Jahren war es verboten gewesen, Einzelpersonen zu beobachten, weil der Verfassungsschutz ist nur zuständig für Personenmehrheiten, Bestrebungen, hat man das immer genannt, also Organisationen, Parteien, Terrororganisationen und so weiter. Und das hat man vor knapp drei Jahren geändert. Jetzt dürfen auch Einzelpersonen beobachtet werden, was eigentlich ein Unding ist, weil Einzelpersonen durften normalerweise nur von der Polizei beobachtet werden, wenn sie gefährlich sind, also Gefährder sind und oder Straftäter sind, also im Bereich der Prävention und Repression. Und das ist hier ein absoluter Kulturbruch. Die Gestapo hatte Einzelpersonen beobachtet, die Stasi hatte Einzelpersonen beobachtet, die Securitate hatte Einzelpersonen beobachtet, aber nicht in der freiheitlichen Demokratie, weil von Einzelpersonen normalerweise keine Gefahr für die freiheitliche Demokratie ausgeht. Ist klar, es kann im Grunde genommen nur eine Bestrebung sein. Kurzum, das Verfahren läuft weiter, das wird spaßig werden. Die Unterlagen, die vorgelegt worden sind, habe ich in Teilen schon ins Internet gestellt, können Sie auf meiner Webseite sich anschauen, 20 Seiten. Ich werde auch noch den weiteren Schriftwechsel vorlegen, damit sich jeder mal ein Bild machen kann, wie leicht man Delegitimierer wird, nämlich wenn man die Migrationspolitik dieser Bundesregierung kritisiert. Der Begriff Delegitimierer ist auch ein neuer Ausdruck. Man ist ein Feind der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wenn man den Staat delegitimiert oder wenn man Regierungsvertreter verächtlich macht. Muss ich sagen, gut, das erinnert mich an das Heimtückegesetz von 1934, aber Sie wissen ja, vergleichen darf man ja auch nicht, nämlich wenn man vergleicht, ist man auch schon wieder ein Delegitimierer, obwohl ich in meinem Leben immer gelernt habe, vergleichen ist notwendig, um Lehren und Lektionen zu ziehen. Und man muss auch mal vergleichen, ob das ein Apfel oder eine Birne ist. Aber ich vergleiche auch Recht von heute und Recht von der Vergangenheit. Also ich lade Sie einfach ein, auf meiner Webseite sich den bisherigen Schriftwechsel anzuschauen. Da können Sie auch ein Bild machen, ob Sie vielleicht auch Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes sind. Aber dies als
ich sage mal, Vorspann. Die Ihre eigentliche Frage, lieber Herr Schuler, die Sie ja gestellt haben, ist die Demokratie unter Druck oder sind unsere Freiheiten unter Druck? Ja, das sehe ich nicht nur an dem Beispiel, dass ich beobachtet werde vom Verfassungsschutz, sondern ich nehme eine Erosion von Rechtsstaat und von Demokratie und von Freiheiten seit Jahren wahr. Und ich habe den Eindruck, zunächst war es schleichend gewesen, ähnlich wie Westerwelle mal gesagt hat, die unsere Freiheiten werden stückchenweise weggeschnitten. Aber in den letzten Jahren habe ich den Eindruck, letzten 2-3 Jahren im Zusammenhang mit Corona, das ist hier galoppierend. Also so schnell kann man gar nicht schauen, wie hier Freiheiten einfach weggeräumt werden und alle machen mit. Das empfinde ich einfach als das Unerträgliche. Wenn Demokratie abgeräumt wird, indem man Brandmauern aufbaut, ja, mit denen darf man gar nicht mehr reden, wenn man den im Aufzug sieht. Dann muss man einfach darauf achten, dass man nicht gesehen wird. Man redet hinter vorgehaltener Hand. Brandmauern gehen in einer freiheitlichen Demokratie überhaupt nicht. Das war für mich auch der Grund gewesen. Das war für mich letztendlich auch ein Grund gewesen, aus der CDU auszutreten. Wenn man ihnen sagt, wir bauen Brandmauern auf gegenüber der AfD oder gegenüber wem auch immer, verabschiedet man sich von einem demokratischen Konsens, der lautet, man muss mit allen reden, man muss mit allen diskutieren, vor allem im Parlament. Man muss nicht mit allen zusammenarbeiten oder alle heiraten, aber dass man diskutiert und dass es im Zentrum nicht die Partei steht, sondern im Zentrum muss die Sachfrage stehen. Und wenn man sich bei einer Sachfrage mit anderen einigt, dann ist es gut so. Und man sollte sich nicht die Frage stellen, koaliere ich mit dem oder mit jenem, sondern finde ich eine Mehrheit für diese Sachfrage oder für diese Person, die es richtig macht. Und ich finde es ganz schade, dass wir hier diese Demokratie dadurch beschädigen, indem wir Brandmauern aufbauen. Ich finde es sehr schade, dass wir den Rechtsstaat beschädigen, indem wir unser Recht in Teilen gar nicht mehr ernst nehmen. Und da bin ich bei der wirklich großen Sorge. Die Kollegin hat es vorhin mit dem Thema Moral angesprochen. Wer die Moral übers Recht stellt, aus meiner Sicht verliert beides. Und derzeit wird die Moral, und das ist eine einseitige Hypermoral, über das Recht gestellt. Damit zerstören wir unsere Rechtskultur. Wenn die Grünen sagen, also für Rechtsstaat und Demokratie haben wir keine Zeit mehr, wenn es um die Vermeidung der Klimahölle geht, dann muss ich sagen, da haben die Menschen den Rechtsstaat nicht verstanden. Rechtsstaat bedeutet, dass die Institutionen und die Regeln eingehalten werden. Und jetzt merke ich, dass wir in einer Situation sind, wo der Zweck offensichtlich den Einsatz der Mittel rechtfertigt. Leute werden ausgegrenzt, Leuten wird die Existenzgrundlage genommen. Also wer Mitglied der AfD ist, muss sich Sorgen machen, dass er seinen Job verliert. Wer einer Partei spendet, muss sich Sorgen machen, dass er als Unternehmer keine Kunden mehr bekommt oder an den öffentlich-rechtlichen Pranger gestellt wird. Diese Erosion, muss ich sagen, von Rechtsstaat, von Freiheiten, ist eine sehr, sehr große Beschädigung der freiheitlichen Demokratie. Und meine besondere Sorge ist, dass die meisten Menschen es noch nicht richtig begriffen haben, weil sie sich sagen, das betrifft ja nicht mich, sondern das betrifft ja AfD-Mitglieder oder Werteunion-Mitglieder. Also ich bin noch nicht davon betroffen. Nein, alle können irgendwann mal dann davon betroffen sein. Und deswegen ist es wichtig, die Menschen zu mobilisieren, sie darauf hinzuweisen, was für fatale Fehlentwicklungen wir hier haben, die letztendlich zu einem Abräumen, so muss man sagen, von Freiheiten, von Demokratie und von Rechtsstaat führen. Das etwas Bedrohliche daran ist ja, dass diese Brandmauern im Prinzip zu einer menschlichen Unberührbarkeit führen. Als jemand, der ganz normal 12 Jahre lang bei der Märkischen Allgemeinen mit Alexander Gauland zusammengearbeitet hat, der dort ein hochgeachteter Herausgeber noch im Dienste der Frankfurter Allgemeinen gewesen ist, werde ich jetzt scheel angesehen, wenn ich nicht die Straßenseite wechsle, wenn ich ihn in Berlin treffe. Und diese Unberührbarkeiten sind inzwischen so kurios, dass sie auch schon Dinge betreffen. Ich habe einen Geschäftspartner in unserem neuen Startup News, der mir letztens erzählt hat, dass er seinen SUV,
erfuhr einen Volvo XC90 und für die Interessierten unter den Zuschauern, dass er den abgeschafft hat, weil er weniger Aufträge bekommt, wenn er mit dem SUV vorfährt. Also bestimmte Klientelen mögen das nicht und dann gibt es halt weniger Aufträge. Ein besonders kurioses Problem hat gerade Friedrich Merz. Der hat sich letzte Woche mit einer Wärmepumpe sehen lassen. Und da gibt es natürlich dann auch richtig Ärger. Aber diese Kuriositäten des Alltags kennt der Publizist Alexander Grau auch ganz gut. Und die Schlagzeilen seines Magazins haben unlängst zutage gebracht, auch erst mit per Gericht eingeklagt, dass im Umweltministerium, wir haben es geahnt, aber wenn es dann schwarz auf weiß vorliegt, ist es immer ganz interessant, dass man den Ausstieg aus der Kernenergie so offen geprüft hat, dass die Prüfergebnisse nicht gepasst haben und sie wurden dann umgeschrieben. Irgendwann hat man manchmal den Eindruck, man lebt in einer Komödie und es müsste irgendwann der letzte Akt sein, aber meistens geht es dann doch weiter. Oder sehen Sie das anders? Das Magazin, auf das Sie gerade ansprechen, ist ja das Magazin Cicero. Das ist gar nicht mein Magazin, sondern das von Alexander Marquet. Ich darf da mitschreiben, aber Sie sprechen natürlich einen wichtigen Punkt an. Ich habe mich das auch gefragt, wie das eigentlich tatsächlich einzuordnen ist. Es ist natürlich immer naheliegend, sich zu fragen, war es jemals anders? Hier haben politische Beamte innerhalb eines Ministeriums die Vorgaben der professionellen Beamtenschaft des Ministeriums etwas optimiert, um es mal vorsichtig auszudrücken. Man könnte ja auch, ist nicht mal zynisch gemeint, meint, genau das ist die Aufgabe von politischen Beamten, nämlich die professionellen oder sachlichen Expertisen aus der Tiefe des Ministeriums, entsprechend der politischen Führung des Ministeriums, verkäuflich zu machen nach außen. Ist also, ich würde sagen, das ist nicht sozusagen, der Vorgang selbst ist vielleicht gar nicht so sehr der Skandal, sondern es liegt sozusagen in der Organisation und in der Struktur dieser Staatsadministration. Ja, das liegt in der Logik quasi dieser Sachen und auch dieser Institution von politischem Beamtentum. Dass es das gibt, dieses politische Beamtentum, ist natürlich auch wieder richtig. Sonst bräuchten wir gar nicht zu wählen, sonst bräuchten wir eigentlich so einfach nur Fachbeamte, die das durchexerzieren. Wir wollen das ja auch ein Stück weit. Es wäre jetzt ganz einfach, auf die einzuschlagen, zu sagen, das ist das Habeck-Ministerium, das sind die Grünen, das sind die Bösen. Ja, dieser Versuchung versuche ich gerade ein bisschen zu widerstehen und zu sagen, wir wollen sehr, ja auch. Das ist sehr löblich. Bisschen, nun gibt es natürlich im politischen Geschäft eine ganze Reihe von Grauthemen, die man so ein bisschen hin und her schieben kann. Bei Atomausstieg ja oder nein wird es relativ schwierig. Ja. Wenn die Fachebene sagt, ist heikel und die anderen sagen, nee, können wir machen. Also ins Gegenteil umdeuten ist schon ein bisschen schwierig. Aber das war ja nur ein Fall im Prinzip. Und interessanterweise hat mir das ein hochrangiger FDP-Politiker hat mir das bestätigt. Das war doch immer schon ein politisches Thema. Ja. Mit anderen Worten wollte er damit ausdrücken, ja, haben Sie mit Wahrheit gerechnet? Also das war politisch gewollt und alles andere war Mummenschanz. Dass dann das Vertrauen des Publikums in die politischen Prozesse verfällt, muss einen aber nicht erstaunen. Das ist wiederum klar, aber die Entscheidung, würde ich auch zustimmen, die ist ja unter Merkel gefallen. Also und ich glaube, Illusionen, darf man sich keine Illusion hingeben, ab dann war der Zug abgefahren und es wird dann auch die, egal welche Argumente es gibt, wir wissen, wie so politische Systeme funktionieren, wie unsere eigenen politischen Systeme funktionieren, wie auch Gesellschaften funktionieren, es wird kein Zurück geben, Punkt. Ja? Also auch wenn die noch so vernünftig sind, die Argumente dafür, aber es widerspricht sozusagen der Logik und der Struktur unserer Gesellschaft, dass es so kommt. Ja? Würde ich einfach mal behaupten. Nein, Ihre Frage ist ja auch Demokratie unter Druck. Ja? Und auch da würde ich abwägend sagen, natürlich Demokratien sind prinzipiell immer unter Druck. Das ist ja auch ihr großer Vorteil. Diktaturen sind vielleicht nicht unter Druck oder absolutistische Monarchien sind nicht unter Druck. Die nehmen den Druck von vornherein raus aus der Gesellschaft. Die haben die Möglichkeiten dafür. Demokratien müssen sich permanent legitimieren an das als Diktaturen beispielsweise. Und das baut natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung auf.
die ganz neue Situation in den letzten Jahrzehnten scheint mir allerdings zu sein, dass wir erstmals eine Situation haben, dass die Demokratie oder sozusagen nicht von außen in Frage gestellt wird, auch der Liberalismus nicht von außen in Frage gestellt wird. Also dass keine Leute auftauchen, die sagen, ich bin eben Antidemokrat und stelle die Demokratie in Frage, so wie wir es noch Mitte des 20. Jahrhunderts hatten. Oder dass Leute auftreten, die sagen, ich bin gar kein Liberaler und natürlich stelle ich den Liberalismus in Frage, wie wir es auch im 20. Jahrhundert hatten. Sondern auf den ersten Blick leben wir alle in einem großen Konsens. Jeder ist Demokrat, jeder ist irgendwie ein Bindestrich Liberaler. Keiner würde jetzt sagen, das bin ich nicht. Und der Liberalismus wird also aus dem Lager der Liberalen in Frage gestellt oder von Leuten, die sich selbst als liberal bezeichnen. Die Demokratie wird, Herr Maaßen hat es ja eben skizziert, vielleicht nicht in Frage gestellt, aber beschnitten durch Leute, die sich als Demokraten bezeichnen und im Namen der Demokratie. Der Liberalismus, und das gilt für den Liberalismus analog auch, der Liberalismus wird in Frage gestellt im Namen des Liberalismus und zu seiner Verteidigung. Und das ist, glaube ich, das prinzipiell Neue, das wir haben. Und das gibt unseren Diskussionen auch eine ganz andere Frontstellung. Wir reden eben nicht plötzlich mit irgendwelchen Antidemokraten, Antiliberalen, so. Das sind Diskussionen des 20. Jahrhunderts, die wir kennen. Wir sind aber im 21. Jahrhundert, also wir reden sozusagen miteinander und es gibt einen großen Konsens. Und jetzt sind wir plötzlich alle so wahnsinnig erschüttert, dass dieser anscheinende Konsens in Frage gestellt wird und wir alle, wir ganzen Liberalen und Demokraten, plötzlich dazu neigen, den anderen ihr Liberalismus und Demokratensein abzusprechen, im Namen von Liberalismus und Demokratie. Und das macht, glaube ich, oder diese unterschiedlichen Frontstellungen auf. Das muss vielleicht sogar so sein, weil entwickelte Demokratien und entwickelte liberale Gesellschaften gerade auch, wenn sie in den letzten Jahrzehnten einen gewissen Wohlstand erarbeitet haben, sozusagen innerlich träge werden und die Menschen eben vor allen Dingen darauf achten, dass ihre Privilegien, die sie haben, auch ihre ökonomische Stellung, die sie haben, im Wesentlichen bewahrt wird. Man geht also in eine Verteidigungsstellung und versucht sozusagen Wohlstandswahrung und Sicherheitswahrung. Und das geht natürlich nur dadurch, dass man sozusagen sich versucht abzugrenzen gegenüber anderen Entwicklungen in der Welt und irgendwie so eine Wagenburg-Mentalität zu entwickeln und daher anderen weltanschaulichen Gegnern die Legitimität abzusprechen. Also ich bin daher auch so ein bisschen immer skeptisch bei dieser naheliegenden Frage, was können wir jetzt tun? Sondern plädiere immer ein bisschen dafür, dass man sich auch zurücklehnt und sagt, was für soziale Prozesse, was für gesellschaftliche Prozesse haben wir eigentlich in den letzten Jahrzehnten erlebt und ist diese gefühlte Krise zumindest, die wir haben, nicht auch ein Ergebnis natürlich teilweise des Erfolges von Demokratie und Liberalismus? Jetzt drängt Herrn Papke schon zur Erwiderung. Aus biografischen Gründen finde ich erstaunlich, dass in einer gewachsenen Demokratie das Verständnis für die Wurzeln derselben so wenig entwickelt ist. Also wenn ich Boxer werde, weiß ich, dass ich einen Gegner brauche, sonst stehe ich alleine im Ring und ich kann nicht mal meinen Sport ausüben. Bei der Demokratie ist es ähnlich, wenn ich Widerrede so delegitimiere und sie verschwinden lasse, dass nur noch ich allein rede, dann ist sie am Ende. Und interessanterweise haben wir seit einigen Jahren eine Entwicklung, wo Rede und Gegenrede eben nicht mehr zugelassen wird, weil die Rede des anderen muss in der Theorie des Keine-Bühne-Bietens einfach verstummen. Und das ist ja eigentlich ein komplettes Nichtverstehen von Demokratie in der essentiellsten Form. Insofern wundere ich mich etwas. Deshalb bin ich ganz froh, dass die DDR zu Ende ist und die Bundesrepublik da war. Und jetzt stelle ich fest, dass die Bundesrepublik aus sich heraus versucht, die Meinungskorridore so eng zu halten, dass man im Prinzip nur noch über Ja oder Ja diskutieren kann. Oder sehen Sie das anders? Natürlich gibt es diese Tendenz, die uns auch beunruhigen muss und die beunruhigt natürlich gerade uns als Liberale,
Ich würde aber gerne, damit wir auch nicht zu abstrakt diskutieren, nochmal einen ganz konkreten Punkt von Herrn Grau aufgreifen, weil er meinte, ja, also mit Blick auf den Atomausstieg, das wäre ja auch alles unter Merkel schon so gelaufen und es hätte ja auch dann keinen überraschen können. Da würde ich gerne einhaken, weil wir dann auch zu der Frage kommen, weshalb gibt es diesen Vertrauensverlust in die demokratischen Institutionen, den es in vielen Ländern des Westens gibt, in Deutschland in zunehmendem Maße. Die Bürger verlieren das Vertrauen in die Parteien, haben sie es schon längst verloren, aber überhaupt in die demokratischen Institutionen. Und das hängt nach meiner Überzeugung ganz konkret damit zusammen, dass die Leute merken, dass die politische Klasse Probleme nicht löst, sondern eher welche schafft und über Probleme noch nicht einmal redet. Und jetzt mache ich es noch mal ganz konkret mit dem Atomausstieg, Herr Grau. Also die letzten drei Kernkraftwerke in der Bundesrepublik Deutschland sind mitten in der Energiekrise abgeschaltet worden. Ja, als die Strompreise durch die Decke gingen. Also ich meine, by the way, wir haben die höchsten Industriestrompreise der gesamten Welt. Ja, so. Und wir haben mit die besten Atomkraftwerke der gesamten Welt. Und dennoch kommt eine Regierung allen Ernstes in dieser Ausnahmesituation auf die Idee, wir schalten jetzt auch noch die letzten drei Kernkraftwerke ab. Also was das dann bedeutet, wenn man dieses Thema Klimawandel ernst nehmen würde, das lasse ich jetzt mal außen vor. So. Und da kommt damit durch. Und ich sag Ihnen ganz ehrlich, das hätte die FDP zur Koalitionsfrage machen müssen. Zur Koalitionsfrage. Und ich sage Ihnen eins, wenn die FDP in der Situation gesagt hätte, entweder verlängern wir die Laufzeit der Kernkraftwerke oder ihr könnt euch eine neue Mehrheit suchen, ich habe eine Ahnung, wie das ausgegangen wäre. Die hätten den Schwanz eingeknickt. So. Wenn man diesen Mut nicht hat als gewählter Volksvertreter, versagt man. Und das erleben wir. Das erleben wir auf breiter Front, in einer schrecklichen Art und Weise. Und wenn ich darf, auch dazu noch mal ein ganz konkretes Beispiel aus diesen Tagen. Wir haben vor ein paar Tagen Berichte bekommen, da aus Grivesmühlen, dass es angeblich einen rassistischen Übergriff auf zwei dunkelhäutige Mädchen gegeben hat. Etwas, was uns immer erschüttern muss, wenn es so etwas gibt. Ja? So. Es gab sofort eine Empörungskaskade von Mitgliedern der Bundesregierung, bevor der Sachverhalt überhaupt aufgeklärt war. Inzwischen hat sich herausgestellt, es war wohl doch anders. Und dann haben wir, Sie haben es auch aufgegriffen, diesen Vorfall in Gera gehabt vor einigen Tagen. Der ist dokumentiert mit einem Video, das ist wirklich schrecklich. Da hat eine Bande von 20 Jugendlichen aus Syrien und Afghanistan, die hat einen deutschen Jungen gequält, misshandelt, gequält. Ich habe mir das gestern Abend noch mal angeguckt, gibt es irgendeine Äußerung eines deutschen Politikers, der Bundesregierung angehört, dazu? Nichts. Gibt es irgendeinen Bericht in den Mainstream-Medien? Werden Sie nicht finden. Das ist etwas, was nicht nur mich beunruhigt, sondern was natürlich zu einem massiven Vertrauensverlust unter den Bürgerinnen und Bürgern führt, wenn die nicht nur spüren, sondern auch sehen, dass bestimmte Dinge aus rein ideologischen Gründen komplett beiseite geschoben werden. Es geht nicht mehr um die Sache, es geht nicht mehr um Gerechtigkeit, es geht nicht mehr um die Umsetzung rechtsstaatlicher Prinzipien, sondern nur noch um Ideologie. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn immer mehr Menschen sich enttäuscht abwenden und die demokratischen Institutionen insgesamt infrage stellen. Was den Atomausstieg betrifft, ist man natürlich bei der Union, wenn man Union wählt, besser dran. Die Union war lange Zeit die Partei der Atomkraft, machte dann Wahlkampf mit der Verlängerung der Laufzeiten, als der Ausstieg beschlossen wurde, stieg dann aus der Atomenergie aus und jetzt wieder ein. Also man kriegt irgendwas mit Atomen, wenn man die Union wählt, muss man gucken, was bei rauskommt. Auch eine gewisse Art von Verlässlichkeit. So viel Fatalismus als kleine Zwischennote, aber Herr Maaßen ist unter anderem deshalb mutmaßlich nicht mehr in der CDU, sondern jetzt in der Werteunion. Ja, ich habe das jüngst einmal bei der CDU als den Enkeltrick bezeichnet. Da ruft abends jemand bei einer klassischen CDU-Wählerin über 60 an und sagt, hier bin ich, bin der Enkel von Konrad Adenauer und der Sohn von Helmut Kohl. Wähl mich, ich bin die Partei für Marktwirtschaft, Wohlstand für alle,
für Sicherheit und Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung. Wähl mich bitte, Oma. Ja, und in Wirklichkeit ist das Robert Habeck mit verstellter Stimme. So. Die CDU ist die Partei, die immer vor der Wahl, das haben wir bei der Europaparlamentswahl gesehen, und das war ja der noch nicht mal peinlich, schreibt Sicherheit, Steuerung, Begrenzung der Zuwanderung. Ne? Und nach der Wahl habe ich den Eindruck, das einzig Schwarze an der Partei, das sind nur noch die Dienstwagen und alles andere wird grün. Das ist alles abgeräumt. Ich selbst wohne ja in Berlin, Sie ja auch, Herr Schuler. Also wir haben es ja mitbekommen, vor der Landtagswahl Kai Wegner, ne, mit richtigen Muskelpaketen aufgetreten und hier wird aufgeräumt und dann wird abgeschoben. Der ganze grüne Quatsch verschwindet. Nichts ist passiert nachher. In jedem Stadtbezirk sind Genderbeauftragte eingeführt worden, ne, mit A15 besoldet. Super, klasse. Aber auf Ihre Frage vorhin möchte ich noch antworten. Mein Eindruck ist, unser politisches Gegenüber, ich benenne die, weil es noch keine klare Definition gibt, Neosozialisten oder Totalitaristen, Menschen, die im Grunde genommen eine andere Gesellschaftsform wollen. Ja, es sind für mich eigentlich keine Linken mehr. Der Graben geht nicht mehr zwischen links und rechts, sondern zwischen freiheitlich da auf der einen Seite und totalitaristisch oder autoritär auf der anderen Seite. Da gibt es dann auch die erstaunlichsten Koalitionen, muss ich sagen, dass ich dann mit Menschen zusammenkomme, die kommen aus einem wirklich linken Umfeld, aber links in dem Sinne sozialen Umfeld, gewerkschaftlichen Umfeld. Aus einem ganz anderen Milieu, als ich stamme, aber denen auch klar ist, hier geht es letztendlich um unsere Freiheitsrechte, die ja weggeräumt werden. Und stattdessen wird hier ein Systemumbau in Richtung Totalitarismus betrieben. Und das fällt mir auf. Sie haben, Herr Grau, ja vorhin auch auf die Worte hingewiesen, Demokratie und auch Freiheit und Meinungsfreiheit. Hier habe ich den Eindruck, diese Worte werden von unserer Gegenseite mit neuen Inhalten gefüllt. Ja? Demokratie ist sind nur noch diejenigen, die progressiv sind. Ja? Meinungsfreiheit sind im Grunde genommen nur noch für diejenigen, die im Grunde genommen im Mainstream sind. Alles andere ist Hass und Hetze. Und das ist etwas, was man eigentlich auch aus der DDR kannte, auch wenn man nicht vergleichen darf nach dem Mainstream, ich tue es trotzdem. Die DDR hat sich nicht aus Zynismus Deutsche Demokratische Republik genannt. Deutsche Demokratische Republik, es war kein Zynismus. Das war das Selbstverständnis, dass es eine Demokratie nur im Sozialismus gibt. Ja, alle anderen waren Faschisten, waren Handlanger des Imperialismus und Reaktionäre. Und ich muss sagen, ich glaube, das war Frau Renner von der Linken oder irgendein anderer Politiker von der Linken, einmal im Parlament gesagt hat, wir Demokraten müssen doch zusammenstehen. Ja? Und dass von der CDU das doch unterstrichen wurde, da muss ich sagen, hat die CDU denn eigentlich nicht begriffen, auf was für einen Weg sie hier abgedriftet ist? Die gehen auf den gleichen Weg, den die SED in der DDR schon bereitet hatte, nämlich die Meinungsfreiheit einzuschränken. Meinungsfreiheit gibt es nur noch für diejenigen, die im Sozialismus sind und nicht diejenigen, die gegen den Sozialismus sind. Demokratie ist nur noch das, was progressiv ist. Alles andere ist nicht progressiv, ist nicht mehr demokratisch. Und als ich das so wahrgenommen habe, auch in der Politik von Merz, den wir als Werteunion ja massiv unterstützt hatten, damit er überhaupt Parteivorsitzender werden konnte, es waren ja unsere Kreisvorsitzenden der CDU, die Mitgliederbefragung damals initiierten, als ich das begriffen hatte, habe ich mir gesagt, also diese CDU, die spielt die Opposition wirklich in diesem Sozialismus und nicht gegen den Sozialismus. Die sagt nie nein, sondern bestenfalls ja, aber dann brauchen wir Ausgleichsmaßnahmen oder muss etwas später sein und wir müssen etwas mehr für die Landwirte tun. Aber sie sagt nicht nein. Und wir brauchen Parteien in Deutschland, die wirklich eine Opposition gegen diesen Neosozialismus sind, die klar sagen, nein, das wollen wir nicht. Nun ist es ja in der Tat auffällig, dass im politischen Diskurs oft von die demokratischen Parteien in Abgrenzung beispielsweise von der AfD die Rede ist. Es gab auch vor der Europawahl ein Bündnis der demokratischen Parteien für fairen Wahlkampf. Da wurde die AfD, soweit ich das recherchieren konnte, nicht gefragt mitzumachen. Also ist ein bestimmtes politisches Spektrum heute gleichgesetzt mit der Demokratie? Sind wir auf dem Weg in einen
totalitären Staat, Frau Kraul? Ja, also da hatte ich letztens einen interessanten Vortrag von John Gray gehört, der gesagt hat, im Gegensatz zu totalitären Staaten des 20. Jahrhunderts sind wir nicht in einem totalitären Staat, aber die Leute passen sich trotzdem an, und zwar nicht, weil ihre Kinder sonst abgeholt werden, sondern weil sie Angst um ihre Karriere haben. Da kann ich vielleicht kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe, bevor ich hier zugesagt habe, auch kurz überlegt, wenn ich mich hier hinsetze, was sagen dann potenzielle Arbeitgeber? Und dann habe ich mir gedacht, ich will mich aber beim Zähneputzen noch im Spiegel anschauen. Und deswegen sitze ich hier. Also so viel zu dann auch wieder der individuellen Verantwortung. Aber ich glaube, was hier da auch noch ganz gut, weil jetzt werden wir schon wieder so metaphysisch, demokratisch, was ist denn das überhaupt? Demokratie ist der Prozess der Abwahl von politischen Ideen, und ich finde ihn super, weil der verhindert den Tyrannenmord. Das ist aber alles. Also mehr ist Demokratie nicht. Demokratie ist einfach nur eine Methode. Und wir haben uns auf diese Methode geeinigt, weil wir ein moralisches Konzept haben, nämlich die individuelle Freiheit, die Menschenwürde. Das ist Demokratie. Also, und ich glaube, dass aber dieser Begriff eben jetzt so durch das Plakat der Grünen etc. so verdreht wurde, dass er auf einmal ins Gegenteil verkehrt wurde. Der zweite Punkt, was vorhin, ich glaube, Herr Grau gesagt hatte mit Liberalismus. Liberalismus ist heute zumindest die sich als liberal verstehen das als keine Toleranz den Intoleranten. Was ja auch richtig ist, und dann zitieren Sie Popper, der das allerdings nur in einer Fußnote der offenen Gesellschaft gesagt hat und darauf eben abzielen wollte, dass jedes Herrschaftsprinzip paradox ist, weil es absolut herrscht, ins Gegenteil verkehrt sozusagen. Und Sie machen sich das dann aber, und da sind wir dann auch, glaube ich, wieder, da könnte man vielleicht auch nochmal drüber diskutieren, zu einfach, aber der Liberalismus ist halt eben da auch wieder das Problem, dass er eben sagt, es ist halt schwer, aber es ist natürlich schöner zu wissen, als Liberaler keine Toleranz der Intoleranten. Wer sind denn dann die Intoleranten? Und dann kann ich da ja super gegen vorgehen. Also ich glaube, da sind so die, was ist Liberalismus? Aktuell keine Toleranz der Intoleranten gegenüber den Intoleranten. Das ist aber viel, viel schwieriger. Da haben die auf einmal ganz einfache Antworten. Und auf der anderen Seite, demokratisch ist einfach nur ein Prozess, das hat nichts Metaphysisches, und das führt auch nicht zu den richtigen Ergebnissen, nur weil die Mehrheit das sagt. Aber genau da sind wir ja bei dem spannenden Punkt, Herr Grau. Liberalismus, Demokratie funktioniert ja nur, wenn ich alle Diskursteilnehmer auch wirklich zulasse. Sobald ich bestimmte Parteien gar nicht erst auf die Bühne lasse. Und das ist tatsächlich ja die vorherrschende Strategie, dass man mit bestimmten Menschen nicht reden dürfe, um ihnen keine Bühne zu bieten. Also die Debatten beispielsweise darum, ob man mit Björn Höcke überhaupt sprechen dürfe, sind ja da bezeichnet. Das ist ja im Prinzip auch das krasseste Beispiel. Aber es geht ja sehr viel niederschwelliger los. Hm. Es gibt ja tatsächlich Protokolle von Mitgliedern, Mitarbeitern, der Fraktionen im Bundestag, die sagten, sie warten, wenn AfD-Mitarbeiter im Lift stehen und fahren mit dem Nächsten. Auch wenn mir die Bedrohungslage, die von solchen Menschen ausgeht, nicht ganz klar wird, ob das gemeinsame gesehen werden ist oder was auch immer. Aber im Diskurs und im Funktionieren von Liberalität und Meinung muss ich ja mich wenigstens den Argumenten der anderen stellen und dem Publikum die Klugheit zutrauen, zwischen Unsinn und klugen Argumenten zu unterscheiden. Also sind wir da nicht doch unter Druck, indem wir versuchen, nicht alle Kräfte wirklich in den Diskurs zu lassen? Gut, dass der innenpolitische Druck gestiegen ist, das ist klar. Die Beispiele, die Sie eben angeführt haben, Herr Schuler, das ist allerdings natürlich nicht immer nur politischer Druck, sondern hier geht es ja häufig genug einfach um auch nicht darum, sich als Demokrat irgendwie zu gerieren, sondern einfach menschlichen Anstand im Miteinander zu wahren. Und der kommt auch manchmal etwas zu kurz. Also die Grundregeln des Anstandes, also egal, ob man jetzt Demokrat ist oder nicht. Richtig ist natürlich, Frau Kraul hat das ja auch beschrieben, dass unser Verständnis von Demokratie, quasi vom Verfahren, es ist einfach eine Gesellschaft, die abstimmt, und es bestimmt eben keiner von oben, zunehmend inhaltlich moralisch aufgeladen wurde. Also Demokrat ist nicht nur einer, der für die demokratische Verfahren ist, sondern Demokrat ist heutzutage einer, der eben auch eine ganze Kolonnade an inhaltlichen Positionen vertritt, und die sind nun interessanterweise meistens politisch links. Das deckt sich auch damit, dass die Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten vielleicht nicht so deutlich, wie es immer scheint, und
die Tongrundlage der Massenmedien dafür auch das nicht völlig verschieben, die Perspektive. Aber ich denke schon, man kann im Großen und Ganzen konstatieren, dass die Gesellschaft in den letzten seit den 60er Jahren tendenziell nach links gerutscht ist. Im Ganzen. Also die öffentliche Meinung, eben nicht nur die veröffentlichte Meinung, sondern wenn man heute normale Partygespräche führt, wird man wahrscheinlich feststellen, dass die Menschen sozusagen linker in Anführungszeichen sind in ihren Durchschnittsüberzeugungen als vor 50, 60 Jahren. Das ist auch nicht sonderlich überraschend, weil ich immer darauf pochen würde, dass mit anderen Sozialwissenschaftlern, dass natürlich Wohlstandsgesellschaften immer dazu neigen. Natürlich, sie können sich so eine gewisse Großzügigkeit auch einfach erlauben und leisten. Auch daher ist sozusagen das ist das, was Herr Zietelmann in seinen Umfragen ja festgestellt hat, dass natürlich solche sehr wohlhabenden oder alte wohlhabende Gesellschaften, wie zum Beispiel die Gesellschaften Westeuropas, linker werden, weil es dann natürlich auch immer mehr zu verlieren gibt für den Einzelnen und er auch natürlich sozusagen einen immer stärkeren Sozialstaat einfordert, der diesen Wohlstand, den die Eltern und Großeltern erarbeitet haben, auch verteidigt. Also insofern liegt das alles auch in einer gewissen Logik der historischen Entwicklung. Die Frage ist nur, wie arbeitet man dem jetzt entgegen, diesen sehr gut zu erklärenden, auch sehr gut absehbaren sozialen Prozessen von Wohlstandsgesellschaften, die sozial demokratisieren, sozusagen unter der Hand. Und das nicht nur wirtschaftspolitisch, sondern auch ideologisch, weil es ja eigentlich im wohlverstandenen Eigeninteresse der Einzelnen ist. Also wenn ich ganz egoistisch denke in einer Wohlstandsgesellschaft, dann ist ja ein starker Sozialstaat in meinem Interesse, nicht? Weil ich mir erst gar nicht groß weiß, wie ärmere Gesellschaften selbstständig erarbeiten muss, sondern einfach nur ein Interesse daran habe, dass dieser Kuchen gut verteilt wird. Und wie kommen wir sozusagen aus dieser inneren ideologischen und auch ökonomischen Trägheit heraus, ohne das wieder von oben zu delegieren. Das ist ja sozusagen die Krux liberaler Politik in solchen Gesellschaften wie der unseren. Ja? Und dann ergeht man sich immer in dem sehr schönen, auch sehr wertvollen, aber auch immer etwas wohlfeilen Appell an den Einzelnen, an das Individuum. Kommt dann sozusagen in dieses Dilemma hinein, dass man eigentlich diesen Widerstand politisch organisieren muss. Und dann sind wir sozusagen wieder bei diesem Grunddilemma des Liberalismus. Kann man all das, was wir eigentlich an unguten Bewegungen in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, kann man das wirklich politisch organisieren? Kann man es als liberale Partei organisieren? Oder ist es nicht letzten Endes doch eine Frage jedes Einzelnen und des Individuums und ist nicht schon der Ansatz, sozusagen es politisch organisieren zu wollen, an sich zum Scheitern verurteilt, weil es eben wiederum die politischen Institutionen stärkt, weil es den Staat stärkt, weil es die Verwaltung stärkt, wird der Maaßen wahrscheinlich jetzt kritisch schauen als Konservativer, aber als liberal denkender Mensch ist natürlich immer schon dieser Grundgedanke, wir versuchen Liberalismus und liberale Werte politisch zu organisieren, eben ein Grundwiderspruch. Ich würde ganz gerne, bevor wir vielleicht mit dem Saal ins Gespräch kommen, noch eine kurze umfrageähnliche Runde hier auf dem Podium machen wollen, weil es ja ganz interessant ist. Ich weiß nicht, wer sich intensiv mit der Politik von dem heutigen Preisträger, Herrn Millet, beschäftigt hat. Aber das Interessante an seiner Politik ist natürlich, dass er ein, ich würde es mal populistisch sagen, mehr und mehr verrottetes System versucht, irgendwie freizuschlagen, indem er beispielsweise einfach mal pauschal Beamten rausschmeißt, Ministerien abschafft und Ähnliches. Und wir haben natürlich, milder ausgedrückt, Verkrustungen auch in der deutschen Demokratie, dass wir beispielsweise im Bürgergeld immer mehr Empfänger generieren, zusätzlich eine Grundsicherung einführen wollen für Kinder, die erstmal mit 5.000 neuen Stellen auskommt, dann hinterher auf 9.000 aufwachsen muss und man sich dann irgendwann wundert, warum der Sozialstaat nicht mehr finanzierbar ist. Wir haben Sozialkassen, die absehbar, da muss man nur rechnen können, das nicht mehr leisten können, wofür sie mal gegründet worden sind. Und
Am Ende scheitert die Politik daran, weil ein Einschnitt einfach zu unpopulär wäre, Opfer folgen würde und die Übergangsfrist beim Umstellen beispielsweise von auf Kapitaldeckung bei den Sozialkassen einfach eine Spanne des möglicherweise Abrutschens von Teilen der bis jetzt noch sicher geglaubten Anwartschaften nach sich zöge. Mit anderen Worten, ist dieses brutale Einschneiden in eine Gesellschaft, so wie wir es bei Millet sehen, wie es aber vielleicht auch, weiß ich nicht, Thatcher gemacht hat, wäre das eine Methode für uns oder eher nicht? Einfach nur Vorbild Millet, ja oder nein? Ich fange mal ganz rechts an. Ja, also zunächst war ja die Frage, oder dass das quasi gar nicht funktionieren würde, weil die Ansprüche an den Sozialstaat stellen, auch quasi diejenigen sind, die darüber abstimmen würden. Ich glaube, das ist vor allen Dingen eher ein sozialpsychologisches Problem. Weil wenn man jetzt gerade, ich glaube, wir waren uns da schon darüber einig, dass Demokratie aktuell in so einer Form Konsens bedeutet und Legitimation durch Konsens. Und da finde ich Sozialpsychologie ganz interessant. Ich muss da immer ans Asch-Experiment denken, dass man eben sagt, wenn es da drei Linien gibt und eine ist eindeutig kürzer, dass in Experimenten dann eben ein Proband, der nicht weiß, dass um ihn herum nur Experimentteilnehmer mit dabei sitzen, dass er dann, wenn es öffentlich ist und alle sich äußern, die sind alle drei gleich lang, dann sind, ich glaube, 80% konform. Das würde ja auch, das erinnert mich immer an die aktuelle Gegebenheit, und nur 20% Nonkonformisten stehen auf und sagen, es ist mir total egal, was ihr alle sagt, aber ich bin mir sicher, dieser eine Strich ist halt echt wirklich kürzer. Es ändert sich aber, wenn man eben den Prozess ändert. Also wenn man es geheim macht, dann trauen sich mehr zu sagen, der Strich ist kürzer. Wenn man es so macht, und da komme ich jetzt auch wieder zu den Leuten hier im Saal, wenn man es so macht, dass einer aufsteht und sagt, der Strich ist kürzer, dann trauen sich auch wieder Leute zu sagen. Und genau die bräuchten wir. Und ich glaube, daran scheitert es eher, dass es eben nicht diese, ich nenne sie jetzt mal demokratische Eliten, gibt, die sich das trauen. Also zum Beispiel ein Thatcher hätte 2015 nicht sagen sollen, dass die Migration ein Wirtschaftswunder ist, weil ich glaube, ein Jahr später hatten 24 DAX-Konzerne 5 Flüchtlinge eingestellt und Thatcher war keiner davon. Das wäre seine Pflicht gewesen, zum Beispiel. Als letztes war ja noch die wirtschaftliche Sache. Von Argentinien lernen? Ich möchte gar nicht von Argentinien lernen, weil die Verwerfungen, die Argentinien durchleiden musste, bis sie jetzt Javier Milei gewählt haben. Also als Beispiel, ein Drittel unserer Wirtschaftsleistung aktuell fressen die Sozialsysteme auf, weil sie gerade gesagt haben, es ist in Zukunft nicht mehr tragfähig. Unser Sozialsystem ist Stand heute zusammengebrochen. Wir merken es nur noch nicht, weil das die Rechnungslegung so erlaubt, aber es ist nicht tragfähig. Punkt. Wir haben da drei Probleme, die alternde Gesellschaft, die Lebenserwartung, niedrige Geburtenrate und aber auch Migration. In Hessen habe ich gestern erst gesehen, 75% der Bürgergeldempfänger haben Migration. Hintergrund. Und vor diesem Grundproblem, das wir aber auch nicht ändern werden, wenn das dann letztendlich immanent wird, dann werden wir, ich befürchte, nicht mehr darüber sprechen, wenn nämlich der Kuchen nicht mehr verteilt wird, Produktivität sinkt. Da habe ich erst vor ein paar Tagen eine interessante Studie aus Oxford gelesen, die sagte, die Gründe für die sinkende Produktivität zum Beispiel in Deutschland liegt daran, dass wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind, dass Investitionen in Deutschland, es gibt nur noch wenige Investitionsanreize in Deutschland, weil wir auf internationalen Handelsmärkten nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Und das Zweite, und das wird die Österreicher hier total freuen, die Fehlallokation des Kapitals sorgt auch dafür. Also der Kuchen sinkt, die Ansprüche steigen und dann werden wir, glaube ich, leider gar nicht mehr über so Dinge wie offene Gesellschaft sprechen. Und das ist eigentlich die Verantwortung, die Regierungen, egal welcher Couleur, zu tragen haben, nämlich genau das verantwortet zu haben. Gerd Papke, also bewusst einschneiden oder warten, bis uns die Umstände zum Einschnitt zwingen? Also ich plädiere für eine andere Regierung. Das wäre die dritte Variante. Also ich kenne das. Ich fürchte nur, die nächste wird nicht mutiger als die jetzige. Da mögen Sie recht haben. Nur, also ich kenne das politisch-parlamentarische System nun wirklich aus jahrzehntelanger eigener Praxis. Natürlich gibt es hier und da Reformbedarf, institutionellen Reformbedarf. Ich würde aber, das war ja Ihre Frage, Herr Schuller, ich würde nicht der These folgen, dass wir gewissermaßen gewachsene Verkrustungen haben, die wir jetzt beseitigen müssen.
das, was Sie etwa beschrieben haben, die Tatsache, dass von den 45 Milliarden Euro, die in diesem Jahr für Bürgergeld und andere dazu passende SGB-Leistungen verausgabt werden, 45% an Ausländer gehen, 45%. Das ist nicht Resultat eines irgendwie im Verborgenen über Jahre und Jahrzehnte gewachsenen Prozesses, sondern das ist Ausdruck einer politischen Entscheidung. Das ist Ausdruck des politischen Willens, nicht nur der jetzigen Regierung, sondern ich drücke das mal so aus, des links-grünen politischen medialen Komplexes, des politischen Willens, möglichst viele Ausländer in das System hineinzuziehen. Ja. Was immer Sie sich davon versprechen mögen, ich glaube, dass das nicht alles so funktionieren wird, aber das ist, also bei den Grünen ist diese Zielsetzung gewissermaßen, Deutschland ja ein Stück weit zu entdeutschen, ja mit Händen zu greifen. Ja, so. Und deshalb muss man diesen politischen Willen, der zu diesen Ergebnissen führt, der, das haben wir noch gar nicht angesprochen, dazu führt, dass wir diese irrwitzige Massenmigration haben. Ja, die Leute ja nicht nachvollziehen können, die Menschen auf die Barrikaden treibt. So, das ist Ausdruck einer politisch-ideologischen Haltung, die diese Regierung und ihr Handeln prägt. Und da muss man ansetzen. Dann kann man diese Politik auch verändern. Dafür braucht man auch keine Kettensäge. Also dafür braucht man Regierungswechsel. Und solange es in Deutschland noch möglich ist, und es ist möglich, durch eine Wahlentscheidung einen Politikwechsel herbeizuführen, solange bleibt mein liberaler Fortschrittsoptimismus auch unvermindert, dass wir nicht zu solchen Radikaloperationen greifen müssen wie Milei in Argentinien. Das kann man natürlich auch nicht wirklich vergleichen, weil das Land ist wirklich zerstört worden, von Sozialisten zerstört worden. Ja? Und jetzt kommt Milei und versucht mit großer Unterstützung, übrigens der eigenen Bevölkerung, wie jeder weiß, aufzuräumen und muss sich dann den Vorwurf anhören, Rechtspopulist zu sein. Also da ich jetzt in der Berichterstattung, by the way, übrigens gelesen habe, also die fragwürdige oder umstrittene Hayek-Gesellschaft hätte ihn eingeladen. Also so Sie sich dessen noch nicht bewusst sind, Sie sind alle jetzt mutmaßliche Rechtspopulisten, weil Sie entweder als Mitglied der Hayek-Gesellschaft oder als unsere Gäste hier sind. So funktioniert das. Letzte Bemerkung, natürlich mit dem Ziel, und das ist doch der eigentliche Trick, die politischen Wettbewerber werden delegitimiert und ausgegrenzt mit freundlicher Unterstützung, insbesondere des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, definieren die an der Macht sind, wer zum demokratischen Spektrum gehört, und damit definieren sie die ihnen ihre Macht streitig machen könnten, gewissermaßen weg. Die dürfen dann nicht mehr mitspielen, die werden nicht mehr in die Talkshows eingeladen, mit denen darf man nicht mehr im Aufzug unterwegs sein, mit denen darf man nicht mehr gesehen werden und mit denen eine Mehrheit bilden darf man schon gar nicht. Ja? Also das ist politische Nutzenmaximierung der Linken in Deutschland. Das fängt an beim demokratischen Diskurs und geht natürlich dann weiter bei den Abstimmungen, bei den demokratischen Entscheidungen. Die Frage ist nur, wie lange machen die Wähler das mit? Ich bin da voller Optimismus. Die Deutschen sind da in aller Regel etwas schlafmützig, bis sie wach werden. Aber mein Eindruck ist, so langsam dringt es auch in die Köpfe unserer Landsleute vor, dass man vielleicht selber auch aufgerufen ist, an den tatsächlichen politischen Verhältnissen etwas zu ändern. Ganz konkret. Vielleicht ist es ja dann auch symbolisch aufgeladen, dass der Weltmarktführer in Kettensägen jetzt in die Schweiz investiert und die Einschnitte bei uns gar nicht mehr kommen können. Aber das nur am Rande. Herr Dr. Maaßen. Also ich bin persönlich überzeugt, mit punktuellen Veränderungen wird man das Land nicht mehr auf Kurs bringen. Also wir brauchen hier einschneidende Veränderungen. Wir brauchen einschneidende Veränderungen in fast allen Politikbereichen, wenn ich an das Gesundheitswesen, an den Pflegebereich denke, an den Bildungsbereich. Wissen Sie, mein Eindruck ist, in den letzten 30 Jahren gab es da Fehlentwicklungen und jede Regierung versucht immer den Weg zu gehen, wasch mich, aber mach mich nicht nass, dann machen wir eine kleine Änderung, dass dann in § 3 Absatz 3 das Wort aber durch jedoch ersetzt wird. Und man hat ein wenig verändert, aber letztendlich hat man ein nicht funktionierendes System, ob das Pflege- oder Gesundheitswesen oder Bildungssystem ist, damit nur noch prolongiert, auch in der Hoffnung, dass dann vielleicht der Nachfolger dieses Problem dann lösen kann.
Das ist, denke ich mir, ein grundlegendes Problem, das wir jetzt heute haben, dass nämlich in vielen Politikbereichen zeitgleich wir sehen, dass wir ein hohes Maß an Dysfunktionalität haben. Man hätte schon vor 10 oder 15 Jahren neu anfangen müssen oder es anders ansetzen müssen. Dann wäre uns vielleicht manches auch erspart geblieben, was vielleicht jetzt auf uns zukommt, wenn wir das richtig anpacken und wieder aufs Gleis setzen. Aber auch aus einem ganz anderen Punkt ist, ich sage mal, ein disruptiver Politikwechsel notwendig. Das hat vorhin Gerhard Papke angesprochen, das macht vielleicht auch den Unterschied zu Argentinien aus. Argentinien ist zwar sozialistisch und die haben das Land ruiniert. Die sind vielleicht auch unfähig gewesen, die Regierung, die sind vielleicht auch korrupt gewesen. Ja? Wir haben es mit hochideologisierten Politikern in Teilen zu tun, die längst nicht so unfähig sind, wie die nach außen in Erscheinung treten. Die verfolgen ein politisches Projekt. Ob das nun die Klimapolitik ist, wo ich den Eindruck habe, es ist keine Klimapolitik, sondern eine Klimasekte, die versucht, sich hier dieses Land unter den Nagel zu reißen. Ob das die Migrationspolitik ist, wo wir es zu tun haben mit einer Ansiedlung von Millionen von Ausländern und wo man eigentlich der Bundesregierung die Frage stellen muss, warum kommen diese Leute zu uns? Wieso? Das sind keine Flüchtlinge, die brauchen keinen Schutz. Warum kommen diese Leute zu uns? Und diese Fragen werden nicht gestellt und schon gar nicht beantwortet. Und als, ich sage mal, Jurist habe ich den dringenden Tatverdacht, die suchen sich hier ein neues Volk aus. Ja, das ist ein ideologisches Projekt. Und diese ideologischen Projekte müssen, wenn wir eine Politikwende in Deutschland haben, müssen die in einer disruptiven Weise wieder rückgängig gemacht werden. So gut es geht, jedenfalls dagegen gearbeitet werden. Und das ist, ich sage mal, nicht durch ein paar punktuelle Veränderungen zu erreichen. Ich will nicht sagen Kettensäge, aber es wird dann, denke ich mir, schon eine deutliche Umstellung geben. Und das wird dem einen oder anderen nicht gefallen oder auch wehtun. Aber ich glaube, anders werden wir das Land nicht mehr auf Kurs bringen. Jetzt wollen wir hoffen, dass Sie mit der Bemerkung nicht eine erneute Seite im Dossier dazugefügt haben. Ich wollte, habe ich vorhin vergessen, als ich Sie begrüßte, ich wollte noch sagen, liebe ehemalige Mitarbeiter, herzlich willkommen hier. Ja, schön, dass protokolliert wird. Dann müssen wir es nicht machen. Herr Grau. Mein Schluss, ja. Als Publizist habe ich ja das große Privileg, jetzt nicht parteipolitisch tätig zu sein oder administrativ tätig zu sein und darf mir da ja vielleicht ein bisschen mehr Pessimismus erlauben, weil ich ja jetzt nicht für irgendeine Partei werben muss, die den Wechsel verspricht. Ich habe eben versucht darzustellen, weshalb nach meiner Beobachtung und Überzeugung individualistische Gesellschaften, und wir sind eben hochgradig individualistische Gesellschaften, paradoxerweise dazu neigen, kollektivistische politische Lösungen zu finden, weil es eben in Wohlstandsgesellschaften das Individualismus von solchen kollektivistischen Lösungen profitiert, unterm Strich. Und solange das noch, und auch wenn wir von der Substanz leben, solange das noch funktioniert, glaube ich nicht an einen substanziellen Politwechsel, sondern es muss ein extremer Leidensdruck aufgebaut werden. Jetzt ist dieses Land aber aufgrund des Erfolges seit dem Zweiten Weltkrieg leider in Anführungszeichen so dann doch noch wirtschaftlich stark und stabil, dass dieser Leidensdruck noch viele, viele Jahre nicht auftreten wird. Daher glaube ich nicht so richtig an diese Reformfähigkeit und bin fast ein bisschen in Zweifel, ob ich mir den überhaupt herbei wünschen möchte, denn das würde eine ökonomische und soziale Katastrophe bedeuten, die dann natürlich Reformkräfte freisetzt, wie beispielsweise in Argentinien oder so etwas. Aber ob ich das mir für Deutschland wirklich wünsche, steht wieder auf einem ganz anderen Blatt, nicht? Also ich bin da so ein bisschen, erlauben Sie mir die Skepsis in dem Zusammenhang, diesen liberalen Optimismus mal etwas rauszunehmen und versuchen, gesellschaftliche Mechanismen und Prozesse mit etwas Distanz und Realismus zu betrachten und wirklich zu fragen, solange nicht gerade in so hochindividualisierten Gesellschaften wie der unseren, nicht der Einzelne das Gefühl hat, ich profitiere jetzt davon, sondern die Kosten werden viel zu hoch. So lange werden so substanzielle Maßnahmen, wie Herr Maaßen sie zu Recht fordert,
Solange sind die, glaube ich, gesellschaftlich nicht mehrheitsfähig, fürchte ich. Gibt's doch Applaus. Also die Rubrik, wo bleibt das Positive, mussten wir, glaube ich, bislang weitgehend auslassen. Aber vielleicht haben Sie ja noch die konstruktiven Vorschläge. Ich bin gebeten worden, dass wir um 13 Uhr fertig sind, aber wir können gerne noch ins Gespräch kommen, wenn es...